Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich endlich für euch das lang ersehnte Video zu meinen Haaren. Ja, das sind komplett meine Haare. Viele von euch fragen mich immer und immer wieder, wie ich es denn hinbekommen habe, dass meine Haare so lang gewachsen sind und auch noch gesund sind. Ja, und deshalb habe ich heute 10 ultimative Tipps für euch, die ich immer und immer wieder anwende, in all den Jahren angewendet habe. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, wie ich das hinbekommen habe, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Der erste Tipp wäre, die Haare nicht mit allzu heißem Wasser zu waschen, denn beim Haarewaschen öffnet sich ja die Haarstruktur, was natürlich super ist, weil die Pflegeprodukte schön einwirken können, aber Hitze schädigt eben nun mal unsere Haare und deshalb wascht eure Haare am besten nicht mit allzu heißem Wasser. Tipp Nummer 2, jeden Abend bevor ich ins Bett gehe, flechte ich mir einen Zopf. Ihr könnt es euch schon denken, bei der Haarlänge ist es dann doch meist so, dass ich sonst auf den Haaren liegen würde. Das bedeutet, sie verknoten bzw. sie brechen ab und das möchte ich natürlich nicht. Deshalb verwende ich immer diese Haargummis auch, wenn ich mir dann den Zopf geflochten habe. Einen nicht allzu festen Zopf, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst die Haare auch abbrechen könnten. Und ja, wie gesagt, dann verwende ich diese Haargummis hier. Wichtig ist natürlich auch, dass wir nicht die verwenden mit dem Metallstück. Ich glaube, das muss ich nicht mehr dazu sagen, dass sonst die Haare natürlich auch brechen können, wenn sie in diesem Metallstück reinkommen. Und tagsüber zum Beispiel flechte ich mir auch immer einen Zopf. Ihr habt es vielleicht schon auf Snapchat gesehen. Ich habe hier an meinem Handgelenk immer ein Haargummi, weil mich sonst einfach auch meine Haare stören bzw. eben verknoten. Und das möchte ich natürlich nicht. Tipp Nummer 3, verwendet die richtigen Produkte für eure Haare. Ich weiß, es ist natürlich leichter gesagt als getan. Gar keine Frage, auch ich könnte da jetzt ein Buch drüber schreiben, was ich schon alles getestet habe. Achtet einfach darauf, was ihr für Haare habt, welche Haarstruktur, ist es koloriert, strapaziert, getönt, gefärbt, blondiert und so weiter und danach richtet ihr euch. Wichtig ist, achtet darauf, dass das Produkt keine Silikone enthalten hat, denn Silikone beschweren natürlich unsere Haare und das wollen wir nicht. Auch ich habe jetzt endlich die richtige Pflegeserie für meine Haare gefunden. Das hat wie gesagt auch eine Weile gedauert, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ihr die richtige Pflegeserie gefunden habt, dann bleibt auch dabei. Testet euch nicht zu arg durch, denn die Haare möchten irgendwann auch mal ihre Ruhe haben. Also es ist nicht verkehrt, mal zu wechseln, das ist überhaupt keine Frage, aber bleibt dann auch dabei. Also das wäre so mein Anliegen bzw. mein Tipp auch noch an euch. Und es ist so, dass ich letztes Jahr die Marke Desorge näher kennenlernen durfte. Die ist ja jetzt ganz neu nach Deutschland gekommen. Im September war sie dann erhältlich, auch hier in Deutschland, obwohl es ein Produkt ist, das es schon ultra lange in Frankreich gibt. Ich war total glücklich, dass ich dabei sein durfte. Desorge hat uns Blogger eingeladen, also einige Blogger. Wir sind nach Nizza geflogen, waren dann in Cannes und durften eben die Marke Desorge näher kennenlernen. Ich habe euch im letzten Jahr schon ein Video abgedreht, in meinem Favoritenvideo nämlich, habe ich euch meine Pflegeserie schon gezeigt. Daran merkt ihr, dass ich schon einige Monate dieses Produkt hier verwende. Ich habe es mir auch schon ultra oft nachgekauft. Habt ihr vielleicht auch in meinen DM-Hauls gesehen. Und ich spreche gerade von dieser Serie hier. Und zwar ist sie eben speziell für koloriertes Haar. Es gibt 5 verschiedene, also insgesamt 5 mit dieser hier. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich euch ja nichts Falsches sage. Die anderen brauche ich aber nicht, deswegen kann ich mir das nicht merken. Und zwar ist es zum einen California Blond, Absolute Repair, nährendes Elixier, erlesene Ton, Erde und eben die strahlende Farbpracht. Pink, wie passend, ich liebe Pink, das wisst ihr, gell? Professionell Hair Luxury Desorge Paris, so heißt es richtig. Und es ist so, dass ich hier die Spülung immer habe, dann natürlich das Shampoo und ich habe noch dieses Produkt hier. Oh mein Gott, ich liebe es. Es ist ein Zwei-Phasen-Produkt, könnt ihr schon sehen. Ich schüttel das und dann mache ich mir das quasi ins Handtuch trockene Haar. Einige Pumpstöße, meine Haare sind jetzt zwar trocken, aber das macht jetzt gar nichts. Und zwar ist es eine Pflege für Geschmeidigkeit und Schutz und verschönerter Farbglanz. Und ich liebe dieses Produkt, das duftet so, so gut. Wirklich, ich mache mir das auch öfters am Tag mal drauf, einfach damit die Haare schön glänzen bzw. gut riechen. Aber wie gesagt, eigentlich soll man es ins handtuchtrockene Haar machen bzw. dann auch zum Beispiel ins nasse Haar. Und zu dieser Serie wollte ich euch noch sagen, dass ihr euch quasi ein Stück weit Luxus nach Hause holt in euer Bad.
denn diese Produkte sind schon wie in einem Salon, kann man so sagen. Also sie sind aber deutlich günstiger. Ihr habt quasi einen Drogeriepreis. Ich zahle immer 4,99 €. Das gibt es bei DM, bei Müller und bei Butni. Allerdings kaufe ich es immer beim DM, weil ich die anderen zwei Geschäfte nicht bei mir in der Nähe habe. Und es ist so, dass quasi das Ganze, also das Haar wird ummantelt und somit bleibt dieser Farbschutz. Meine Haare sind ja, wie gesagt, getönt. Manchmal auch gefärbt, es kommt immer ganz drauf an, wie mein Ansatz gerade so ist, und da bin ich ganz, ganz glücklich. Außerdem habt ihr auch einen UV-Schutz, da kommen wir auch gleich noch dazu, ist auch super wichtig. Und was mir auch noch gut gefällt, ist, dass auf der Seite von Desorge, da könnt ihr mal nachschauen, dass es verschiedene Tipps noch zum Nachlesen gibt. Was mache ich zum Beispiel bei einem fettigen Ansatz, was mache ich bei trockenem Haar, wie pflege ich meine Haare im Winter oder was mache ich bei natürlich blondem Haar. Also das finde ich auch nochmal super, dass ihr das nachlesen könnt. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem Produkt hier, und zwar habt ihr hier Rosenelixier. Wirklich Wahnsinn, also das duftet so, so gut. Ich rieche das wirklich noch 2 Tage später, mein Shampoo, ich liebe es. Und ganz, ganz wichtig ist auch dieser UV-Filter. Und da kommen wir schon zum Tipp Nummer 4, was für ein super Übergang. Lasst einfach nicht zu viel Hitze an eure Haare. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich sage euch das ja immer wieder, auch im Sommer, verwendet einfach einen Sonnenschutz für eure Haare. Zum einen zum Beispiel einen Sonnenhut, das mache ich immer, das macht mir auch gar nichts aus, wie die Leute da draußen gucken, das ist mir völlig egal. Immer wenn ich im Schwimmbad bin mit meinen Kindern oder am Meer, trage ich einen Hut. Mir ist es einfach total wichtig, weil das wird total unterschätzt, was die Sonnenstrahlen auch mit unseren Haaren machen. Viele denken, ja, ich muss meine Haut schützen, was natürlich primär das Allerwichtigste ist, aber wir müssen auch unsere Haare schützen. Und das möchte ich euch wirklich nochmal ans Herz legen. Verwendet da Produkte, da gibt es spezielle Produkte, die ich auch verwende. Im Sommer kann ich euch dann in einem separaten Video auch gerne nochmal erzählen und zeigen. Und dann verwendet bitte nicht so viel Glätteisen und Föhn. Ich lasse meine Haare meistens lufttrocknen, im besten Fall natürlich. Das ist das Allerbeste, was wir tun können. Nicht mit zu viel Hitze drangehen. Wenn ihr ein Glätteisen verwendet oder einen Föhn verwendet, bitte, bitte, bitte vorher einen Hitzeschutz. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, aber wenn ihr das alles weglassen könnt, dann fahrt ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Tipp Nummer 5. Und zwar, wenn eure Haare unten kaputt sind, an den Spitzen, wenn ihr Spliss bekommt, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr das abschneiden lasst. Denn es ist wirklich ein Quatsch zu sagen, dass die Haare dann mit verschiedenen Produkten wieder gesund werden. Wenn die einmal kaputt sind, dann sind sie kaputt. Lasst sie euch abschneiden und dann können sie auch schön gesund wieder nachwachsen. Tipp Nummer 6 wäre, weniger ist mehr. Das habe ich euch schon so, so oft gesagt. Verwendet nicht allzu viele Produkte, die beschweren einfach nur eure Haare. Eure Haare werden irgendwie strohig und so weiter. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich verwende kein Haargel, ich verwende kein Haarspray. Ich mag das einfach nicht, wenn meine Haare dann so schwer sind. Sie sind ja eh schon so dick und deshalb verwende ich nur ab und zu noch ein Öl oder mein Balea Oil Spray. Das habe ich euch in meinem Favoritenvideo gezeigt. Das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Aber ich habe ja jetzt zum Beispiel auch dieses Produkt hier. Das schützt einfach, das erhält meinen Glanz und meine Haare duften eben gut. Und deswegen wüsste ich nicht, warum ich meine Haare noch mit noch mehr Produkten belasten sollte. Deshalb schaut einfach, dass ihr Produkte verwendet, die euch gut tun, und bleibt dabei und verwendet nicht zu viel davon. Tipp Nummer 7 wäre, wenn ihr eure Haare wascht und sie dann trocknen wollt und ihr das Handtuch noch runter macht, dann rubbelt bitte nicht so an euren Haaren. Oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe, beziehungsweise wenn ich schon dran denke. Es ist klar, dass wenn ihr diese Handbewegung macht, dass eure Haare brechen. Wenn ich beim Friseur zum Beispiel bin, die machen das nie, weil ich dann die Krise kriege. Grundsätzlich machen sie das nicht, weil sie ja wissen, dass das nicht gut für die Haare ist, aber ich sehe das immer wieder. Schaut einfach, dass ihr eure Haare schon unter der Dusche so nehmt, nicht dreht, weil sonst brecht ihr sie ja auch, und einfach nur so ausdrückt, ne? Auswringt sozusagen. Seid schön vorsichtig, weil es natürlich ein Zustand ist, also wenn die Haare nass sind, der für die Haare nicht gut ist, da sind sie sehr, sehr anfällig, und deshalb seid da schön vorsichtig und achtet darauf, lasst sie am besten lufttrocknen und wie gesagt, weniger Hitze, dann bleiben sie auch schön gesund.
Tipp Nummer 8 wäre, wenn ihr eure Haare kämmt, achtet darauf, dass ihr sie festhaltet. So mache ich es immer. Und dann arbeite ich mich von unten nach oben. Denn wenn ich hier oben jetzt zum Beispiel einen Knoten hätte und dann so runterziehe, ja, dann würde ich so im Bad dastehen und würde ouchen. Das geht natürlich nicht. Deshalb halte ich sie immer so fest und dann arbeite ich mich eben, wie gesagt, von unten nach oben. Ich trenne mir auch zwei Partien so ab, nach vorne und dann, ja, kämme ich sie durch. Ich achte natürlich darauf, dass ich nicht zu stark ziehe, denn sonst würden natürlich die Haare abbrechen. Kommen wir zum Tipp Nummer 9 für euch, und zwar liebe ich ja Masken. Das wisst ihr, ich bin das totale Maskenopfer, nicht nur für mein Gesicht, sondern auch für meine Haare. Und zwar trage ich mir die ganz dick auf, dann knuddel ich mir die Haare zusammen, mache eine Spange drum, mache zum Beispiel meine Hausarbeit und werke hier im Haus rum. Oder zum Beispiel sonntags hole ich mir ein Stück weit Spa nach Hause, mache das, dann wasche ich das schön ab und die Haare sind danach sehr, sehr geschmeidig. Sie danken es mir einfach, weil natürlich jetzt gerade zum Beispiel im Herbst durch den Sommer die Haare eben strapaziert sind, hatten wir es ja gerade davon von der Sonne, selbst wenn ich sie schütze, man merkt es zum Beispiel auch nach dem Urlaub, die Meeresluft, ne? Das greift natürlich das Haar an, das ist überhaupt keine Frage. Oder jetzt im Winter durch die Heizungsluft sind unsere Haare auch strapazierter als sonst und deshalb dieser Tipp hier für euch, macht euch eine schöne Maske, legt die Füße hoch und schaut einen schönen Film, 2 Stunden, wascht sie wieder ab und dann habt ihr auch schöne, gesunde, glänzende Haare. Kommen wir zum letzten Tipp, und zwar Tipp Nummer 10, der angelehnt ist an Tipp Nummer 9. Es geht um die Ernährung. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass die Ernährung natürlich wahnsinnig wichtig für unseren Körper ist. Nicht nur für unseren Magen, sondern auch für den Rest des Körpers. Das verkennen auch wahnsinnig viele. Natürlich spielen da auch die Gene eine große Rolle. Ich glaube, ich habe relativ gute Gene, was das betrifft. Aber ich mache so, dass ich verschiedene Nahrungsmittel auch für meine Haare verwende. Und zwar zum Beispiel als kleinen Tipp, eben Tipp Nummer 10, eine Avocado. Eine Avocado mit einer Gabel klein gemacht und ein bisschen Zitrone drauf. Wirklich nicht zu viel, weil Zitrone ja natürlich Säure enthält. Und das auf die Haare machen und als Maske einwirken lassen. Wenn ihr keine Avocado mögt, könnt ihr natürlich auch Kokosfett nehmen. Das ist auch überhaupt keine Frage. Kokosfett ist natürlich auch ideal, um sich das Gesicht abzuschminken. Das habe ich euch ja natürlich auch schon oft gesagt, aber auch ideal für die Haare. Ja, meine Lieben, das waren jetzt soweit meine 10 Tipps für euch, was meine Haare betrifft. Ich hoffe, dass vielleicht eine Kleinigkeit für euch dabei war, eine kleine Inspiration. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Falls ihr noch den ultimativen Tipp habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Da können wir uns ein bisschen austauschen. Ihr alle zusammen mit mir, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich freue mich auch, wenn ihr jetzt bei meinen beiden letzten Videos nochmal vorbeischaut. Abonnieren ist natürlich kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!